Im Jahr 2035 wird es allein in Oberösterreich um 5% weniger erwerbsfähige Arbeits- und Fachkräfte geben. Einerseits gehen immer mehr Babyboomer in Pension und zu wenige Arbeitskräfte kommen nach. Andererseits würden Österreicher deutlich früher den Ruhestand antreten als die Bevölkerung in anderen Ländern. Also im Schnitt ist bei den Männern die Lücke zwischen regulären Antrittsalter und faktischen 3,4 Jahre. Das ist schon eine erhebliche Lücke, auch im internationalen Vergleich. Und bei den Frauen ist es so, dass die sogar im Schnitt 0,5 Jahre über dem regulären in Pension gehen. Das lässt sich aber dadurch erklären, dass das reguläre Antrittsalter der Frauen noch sehr niedrig ist. Das war bis vor kurzem noch 60, ist jetzt um ein halbes Jahr gestiegen und wird bis 2033 laufend erhöht. Und ab dann ist bei den Frauen auch 65. Ziel müsse es sein, das Regelpensionsalter künftig tatsächlich auch zu erreichen. Dazu brauche es allen voran gesetzliche Anpassungen. Ich glaube, man könnte im bestehenden System, wenn wir diese zwei Stellschrauben, nämlich ab wann kann ich einen Antrag stellen und das zweite, wie schauen meine Abschläge aus, wenn man an diesen Stellschrauben sehr vorsichtig dreht, dass es uns gelingt, hier sozusagen diese Zeiten auch entsprechend zu gewinnen. Gesetzliche Rahmenbedingungen seien das eine. Der Obmann der Sparte Industrie sieht aber auch Betriebe in der Pflicht, Maßnahmen zu setzen, um Mitarbeiter länger zu halten. Sei es in Form von Gesundheitsförderung oder auch Weiterbildungen. Es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, ja, die haben halt ein gutes Bauchgefühl. Ich sage, es höre lieber auf, weil es kommt diese Änderung und diese Änderung. Und da gibt es noch eine digitale neue Version. Die müssen wir abholen. Es ist schon ein bisschen Aufgabe auch von unseren Betrieben, hier zu versuchen, alles Mögliche zu tun, dass die Leute länger im Prozess bleiben. Alarmierend sind auch die Zahlen rund um die Finanzierung des Pensionssystems. So müsse immer mehr Geld aus dem Staatsbudget zugeschossen werden. Wir müssen fast 30% unseres Bundesbudgets zuschießen. Und das sind natürlich Bundesmittel, die wir in anderen Bereichen, Bildung, ökosoziale Steuerreform, jegliches Thema, wo wir in die Zukunft investieren, fehlt. Wenn es uns da gelingt, sozusagen ein Monat, zwei Monate, drei Monate dazu zu bekommen und vielleicht über einen gewissen Zeitraum, seien es 10 Jahre, ein ganzes Jahr, dann sind das im Budgethaushalt des Bundes 2 Milliarden Euro. Die Vorschläge richten sich allen voran an die zukünftige Bundesregierung. Das Thema müsse dringend in den Regierungsverhandlungen bedacht werden.